Hallo und herzlich willkommen zum EKZ Göb Magazin. Der EKZ Göb ist eine achteilige Rennserie, die in den Regionen Zürich, St. Gallen und auch Glarus ausgetragen wird. Der EKZ Göb bietet allen Mountainbike-Begeisterten etwas, sei es jetzt klein oder gross. Darum ist die Nachwuchsförderung ein wichtiger Bestandteil. Heute sind wir im zweiten Rennen zu Wetzikon. Und damit Sie sich daheim auch ein Bild machen können, was heute so los war, kommen hier ein paar Impressionsbilder. Von den ersten Impressionsbildern kommen wir jetzt zu der Kategorie Overall. Das letzte Mal die Schwende war er 2. Jetzt steht er zuoberst oben auf dem Siegerpodest, Nicola Rohrbach. Nicola, wie ist das Rennen gelaufen? Ich bin ganz zufrieden mit dem Rennen von heute, weil ich habe eigentlich mir vorgenommen, dass ich heute gewinnen will und ich konnte es eigentlich gut umsetzen. Was waren schon die Schwierigkeiten auf der Strecke? Im Wald hatte es eine relativ feuchte Stelle, einen Aufstieg. Gestern hat es ja noch recht viel geregnet und das war eigentlich recht rutschig zum Rauffahren. Und vor allem am Anfang, als wir alle zusammen waren, ist es etwas kreuz und quer. Sind alle etwas umeinander gefahren. Aber wenn ich vorne allein gefahren bin, konnte ich eigentlich schön meine Linie fahren. Dann ist es auch gegangen. Fahrst du euch ein bisschen auf die Gesamtwertung? Ja, die Gesamtwertung ist mein Ziel. Und dass ich die gewinnen kann. Von den Herren kommen wir jetzt zu den Damen. Und zwar war das auch ein recht spannendes Rennen. Beim Frauenrennen kämpfen von Anfang an Jane Nüssli als Leaderin und Sabrina Maurer um den Sieg. Nach dem Sturz von der Zugerin Jane Nüssli kann die St. Gallerin Sabrina Maurer niemand mehr einholen. Sie fährt allein vorne weg und hat sich am Schluss als souveräne Siegerin können feiern lassen. In unserem Porträt berichten wir heute über Nico Niemann. Er ist seit Schwende der Leader in der Kategorie Mega und hat natürlich heute nur ein Ziel im Kopf gehabt, sein Leader-Trikot zu verteidigen. Im Team Grab herrscht am Morgen früh schon Hochbetrieb. Auch der 14-jährige Nico Niemann putzt schon akribisch sein Bike. Das, obwohl er vor ein paar Tagen noch nicht gewusst hat, ob er heute starten kann. Ich musste leider diese Woche eine Pause machen, bin verletzt. Aber es geht mir eigentlich super, ich habe mich erholt, bin wieder topfit fürs Rennen. Der junge Zürich Oberländer ist eine Kämpfernatur. Das ist auch seinem Vater, Martin Niemann, bewusst. Und er muss ihn manchmal ein bisschen bremsen in seinem Elan. Es freut ihm natürlich schon, wenn man sieht, oder, dass es einem am Kind gut klingt. Das ist klar, dass es natürlich eine grosse Freude ist als Eltern. Aber es ist nicht selbstverständlich und ich glaube, es geht auch darum, einfach, dass er Freude hat am Sport. Und wenn es dann auch erfolgreich ist, ist das natürlich sehr schön. Nach dem Einwärmen auf der Rolle geht es für den Nico Niemann auf den Startplatz. Dort bespricht er mit seinem Trainer, Harald Grab, noch die letzten Details. Vor allem das Windproblem. Wir schauen die Renntaktik an. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Windsituation relativ stark ist, extrem ist. Dementsprechend muss ich den Fahrer darauf orientieren, dass er auch Kräfte wird, nicht am Anfang alles verpuffen will. Sondern man schaut, was überhaupt passiert von der Gruppe her, ob ein paar miteinander könnte vorne fahren oder ob er von Anfang an alleine wäre. Der Nico Niemann kommt am Start gut weg. Trotz der rutschigen Strecke im Wald kann er seine Spitzenposition verteidigen. Das Rennen läuft für ihn super und die Unterstützung vom Wegrand verleiht ihm zusätzlich noch Flügel. Sein Sieg kann er souverän ins Ziel fahren, trotz Wind. Mir ist es ziemlich gut gegangen. Am Start bin ich weggegangen und gemerkt, es geht mir auch gut. Dann haben wir ausgerissen. Dann sind ich und mein Gegner, der Ludwig Lutz, sind dann zusammen weitergefahren. Wir sind eigentlich alle 5 Runden sind wir zusammen gewesen. Und dann einfach bei der letzten Strecke habe ich dann angegriffen. Und konnte einen sehr kleinen Vorsprung rausfahren. Und dann war das Ziel. Der Nico Niemann, ein Megafahrer mit viel Talent, der sein blaues Leader-Trikot auch das nächste Mal nicht kampflos aufgibt. So viel EKZ Göb für heute. Ich würde mich freuen, schalten Sie auch einen Monat wieder ein, am 12. Juni. Zur gleichen Zeit, am gleichen Tag. Ade miteinander.
Wenn dir das heisse Stöckli-Bike im Wert von 5'990 Franken gönnen, dann werdet jetzt Fan vom EKZ-Göpp auf Facebook und nehmt bis am 12. September am Wettbewerb teil.